In diesem Video zeige ich dir, wie du bei deinem iPhone Zeitlimits für einzelne Apps einstellen kannst. Öffne dazu die Einstellungen und wähle dann Bildschirmzeit aus. Danach klickst du auf App Limits. Nun kannst du hier Limits hinzufügen. Das iPhone gibt dir danach eine Auswahl an verschiedenen App-Kategorien. Suche nun hier also die App, für welche du ein Zeitlimit setzen möchtest. Wir machen das hier mal für Instagram. Diese App befindet sich unter den sozialen Netzen. Ich wähle also Instagram aus und kann hier nun sagen, wie lange die App pro Tag benutzt werden darf. Du kannst die einzelnen Tage hier auch noch anpassen, also zum Beispiel sagen, dass die App jeweils am Samstag und Sonntag etwas länger benutzt werden kann. Danach gehst du zurück und wählst am Schluss noch oben rechts Hinzufügen aus. Und schon wurde das Zeitlimit für die App gespeichert.